Okay, also wie werde ich immer fitter, obwohl ich Vollzeit am Schreibtisch arbeite? Minimalistisches Krafttraining zu Hause, das ist die Antwort. Und was das in der Praxis konkret bedeutet, das werde ich jetzt gleich erklären. Vorher aber eine kleine Vorbemerkung zu meinen Rahmenbedingungen. Was meine ich mit Vollzeit-Schreibtischtäter, mit Vollzeit-Bürojob? Ich arbeite als Angestellter in einer Bank, als Immobilienfinanzierer, ganz klassisch die 40 Stunden die Woche. Das heißt also, ich sitze dort am Schreibtisch und berechne Immobilienfinanzierung und spreche mit meinen Kunden darüber. Ja? Das heißt also, reine Schreibtischarbeit, rechnen und sprechen am Schreibtisch. Ja? Daneben habe ich noch eigene Immobilien, um die ich mich kümmere, die ich vermiete. Ne? Das findet auch zu 90%, ach zu 95% am Schreibtisch statt. Und dann bin ich noch Autor und schreibe Bücher und das findet natürlich auch am Schreibtisch statt. Das heißt, mein ganzes Geldverdienen, sowohl in der selbstständigen, auf der selbstständigen Seite als auch auf der Angestelltenseite, findet alles am Schreibtisch statt. Gleichwohl werde ich von Jahr zu Jahr aber immer ein bisschen fitter, immer ein bisschen stärker, ein bisschen leistungsfähiger, komme in meinem Training immer ein Stück weiter voran. Wie kann das sein? Wie funktioniert das? Weil die meisten Leute, die so viel am Schreibtisch arbeiten, naja, die haben meistens eher gesundheitliche Schwierigkeiten. Ja? Ganz oft ist ja die Rückenprobleme, hatte ich ja früher auch ganz massiv, na, weil viel Sitzen halt einfach super ungesund ist und da kommen dann kann bei mir noch andere Sachen zusammen, habe ich ja schon öfter darüber erzählt, gehört jetzt hier nicht her, dieses Video. Aber dieses ganze Thema Rückengesundheit ist natürlich mit dem Sitzen verbunden. Dann aber ist einfach das ganz banale Problem, wenn du die ganze Zeit am Schreibtisch arbeitest, hast du ganz wenig Gelegenheit, deinen Körper überhaupt zu fordern, also überhaupt Trainingsreize zu setzen. Ja? Es liegt doch auf der Hand, dass jemand, der jetzt zum Beispiel als Zimmermann auf dem Bau arbeitet, einen viel höheren Grundumsatz hat und einfach körperlich viel aktiver ist, als jemand, der so wie ich eben quasi dreifach am Schreibtisch arbeitet. Ja? So eine Arbeitswoche hat bei mir halt nur ganz kleine Zeitfenster, in denen ich mich überhaupt körperlich anstrengen kann. Also ich habe einfach pro Woche nur sehr wenig Zeit, um überhaupt Sport zu treiben oder um mich überhaupt zu bewegen. Und natürlich liegt es jetzt eben daran oder kommt es jetzt darauf an, wie man diese geringe Zeit dann nutzt. Ne? Also wenn du auch ein Schreibtischtäter bist, wenn du auch eben im Alltag von deinen Lebensbedingungen her, von deinem Beruf her und so weiter eben eigentlich dich sehr wenig bewegst, dann kommt es natürlich komplett darauf an, wie du die geringen, die seltenen, die wenigen Zeitfenster nutzt, die du zur Verfügung hast, um dich zu bewegen. Sei es jetzt wirklich im Sinne von, ne, spazieren gehen, oder ganz egal, dich überhaupt irgendwie bewegen, als auch jetzt Kraftsport. Aber wie nutzt du quasi diese kleinen Zeitfenster, die dir zum Bewegen, zum Anstrengen zur Verfügung stehen? Darauf kommt es logischerweise an, ne? Weil wenn du nur geringe Möglichkeiten hast, dann musst du diese geringen Möglichkeiten, diese wenigen Möglichkeiten natürlich besonders gut nutzen. Mit anderen Worten, je weniger Zeit du für Training hast, desto intelligenter, desto besser musst du diese wenigen Zeitfenster eben nutzen. So, da liegt der Hase im Pfeffer, ne? Bei mir ist es so, dass ich jeden Tag, nicht jeden Tag, sondern 6 Tage die Woche, weil ich immer einen Tag bewusst Pause mache. Also 6 von 7 Tagen mache ich Frühsport morgens. Der dauert meistens so um die 8 Minuten vielleicht. Also irgendwo zwischen 5 und 15 Minuten. Irgendwo dazwischen meistens so um die 8 Minuten. In diesem Frühsport treibe ich meinen Puls schon einmal hoch. Komme ich schon einmal ins Schnaufen. Das mache ich, ne, noch bevor ich überhaupt, ne, mich fertig anziehe, Zähne putze, zur Arbeit gehe. Also bevor der Tag quasi offiziell beginnt. Ich habe dann schon geschrieben, also ich habe schon was für meinen Autorenberuf gemacht, aber ich habe mich halt noch nicht für den Tag fertig gemacht. Also bevor ich dann quasi mich fertig anziehe und mir die Zähne putze, tralala, also dieses quasi aus dem Hausgeh-Programm, bevor das kommt, kommt erstmal kurz eine kleine Frühsport-Session. Wie gesagt, das sind nur ein paar Minuten, aber das hat natürlich einen kumulativen Effekt, wenn du das jeden Tag machst, 6 Tage die Woche, dein ganzes Leben lang. Ne? So, und diese, sagen wir mal, 8 Minuten pro Tag, die reichen natürlich an sich nicht aus, aber die sind schon viel besser als nichts. Insbesondere dann, ne, wenn man diese 8 Minuten halt mit Übungen nutzt, mit Übungen verbringt, die den ganzen Körper trainieren, die eben ja Ganzkörperübungen sind. Hier neben mir stehen ja 4 Mace Bells, die benutze ich momentan eigentlich immer zum Frühsport.
Bevor ich mit den Macebells angefangen habe, habe ich ganz viel mit dem Ballerbeutel morgens trainiert, diesem Trainingssandsack, den ich auf den Markt gebracht habe. Kann man auch sehr gut kombinieren. Also zum Beispiel 5 Minuten den Ballerbeutel als Schlitten durch die Gegend schieben und dann noch ein paar Minuten mit der Macebell schwingen, ja, also Macebell 360s machen oder wie man du die Übung nennen möchtest. Wenn du nichts von beiden hast, kannst du Burpees machen. Oder. Die Möglichkeiten sind eigentlich grenzenlos. Der Punkt ist einfach nur, finde Ganzkörperübungen, also Übungen, die sehr viel Muskelmasse aktivieren und mach die für, ne, 5 bis 10 Minuten lang intensiv. Kill dich nicht total, weil du willst ja danach noch eben den normalen Takt beginnen, aber mach es auch intensiv genug, um wirklich ins Schnaufen zu kommen. Und wie gesagt, wenn du kein Equipment hast, keine Macebells hast, keinen Ballerbeutel hast, keine Kettlebells hast, ist überhaupt nicht schlimm. Dann mach einfach Burpees. Da brauchst du nur Fußboden für. Den hat jeder. Ne? Aber damit fängt der Tag dann quasi schon sportlich an. Und du hast dann schon, bevor du dann, ja, im Regelfall dann ja auch sitzend zur Arbeit fährst, zum Beispiel im Zug oder im Auto, wo du auch wieder sitzt, ne, bevor also das ganze Sitzelend quasi beginnt, hast du dich dann wenigstens schon mal für ein paar Minuten vernünftig angestrengt und dich bewegt. So, dann der Arbeitstag. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zwischendurch spazieren. Also in der Mittagspause, wenn das irgendwie funktioniert, was vielleicht so zu 50% der Fall ist, mache ich so einen Spaziergang. 20 Minuten oder so, ne? Einfach nur gehen. Ja? Das mache ich dann nach dem Mittagessen halt, ne? Also Mittagessen ist bei mir immer das erste Essen, weil ich normalerweise, wenn ich nicht irgendwie eine Massephase oder sowas habe, nicht frühstücke, sondern eben nur mittags und abends esse, ne? Intervallfasten halt, ne? So, aber dann ist das Mittagessen da und dann gehe ich danach 15, 20 Minuten lang einfach durch die Stadt spazieren, ja? Nicht immer, weil es manchmal einfach zeitlich organisatorisch nicht klappt, aber ich versuche es halt immer, ne? So, dann noch mehr sitzen, dann irgendwann nach Hause fahren und dann, das ist ganz entscheidend, wenn ich nach Hause komme. Wie gesagt, an 6 Tagen in der Woche. Natürlich sind davon bei mir jetzt nur 5 Arbeitstage. Das heißt, der sechste Tag ist ein Wochenendtag. Aber ne, ich komme nach Hause und ich fange sofort mit dem Training an. Also ich ziehe meine Arbeitssachen aus und ich setze mich nicht erst irgendwie hin und trinke noch einen Kaffee oder bohre eine Nase, sondern ich fange sofort mit dem Training an. Das ist ganz entscheidend, weil dann bin ich quasi noch in der Bewegungsenergie sozusagen. Ne? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich bin jetzt gerade die Treppe hochgestiegen und so weiter und bin noch aktiv. Bevor ich also erstmal wieder irgendwie Pause mache und abschlaffe, nein, sofort Arbeitssachen ausziehen, Sportsachen anziehen und Feuer frei. Und ich trainiere immer hier in dem Zimmer, in dem ich auch gerade dieses Video hier aufnehme. Hier stehen die Macebells, okay, und da ist noch ein Hantelrack, ne? Also 2 Hantelständer für eine Langhantel. Benutze ich für Press Behind the Neck, also Nackendrücken und momentan Sicher-Squats. Das ist aber alles völlig austauschbar. Diese ganzen Übungen, das ist ja sehr individuell, welche Übungen für einen funktionieren, einem Spaß machen, zu den Trainingszielen passen und so weiter. Der entscheidende Punkt ist, ich komme nach Hause und schlaffe nicht ab und so nach dem Motto, ja, ich muss erstmal kurz mich erholen und dann raffe ich mich nochmal auf. Nee, nee, das klappt ja sowieso dann meistens nicht. Ich komme nach Hause, bin noch in der Bewegung und ohne überhaupt mich einmal hinzusetzen, Schuhe aus, tralala, Sportsachen an und Feuer. Das ist der Trick. Ja? Weil dadurch sparst du dir jeden Tag diesen Überwindungsmoment, wo du dich nochmal aufraffen musst. Wo du eigentlich schon kaputt bist und abgeschlafft bist und dich dann nochmal aufraffen musst. Das sparst du dir komplett, wenn du zu Hause trainierst und nicht erst nochmal irgendwo hin musst und halt es dann sofort machst, sobald du nach Hause kommst. Das ist so simpel, aber macht einen riesigen Unterschied im Laufe der Jahre. Das kumuliert sich ja. Überleg mal, wie viel inneren Widerstand du quasi über die Jahre gerechnet immer überwinden müsstest, wenn du das so kumulierst. Wenn du immer erst nach Hause kommst, Pause machst, dann deine Sportsachen anziehen musst und blablabla und dann am besten noch irgendwo hinfahren musst, zum Beispiel in ein kommerzielles Fitnessstudio. Das ist so viel innerer Widerstand, den du da im Laufe der Jahre überwinden musst. Das kannst du dir alles komplett sparen, wenn du einfach minimalistisches Krafttraining zu Hause machst. Ne? Und das Ding ist halt, also ich habe ja auch mein letztes Buch darüber geschrieben, genau mit dem Titel, ne, minimalistisches Krafttraining zu Hause.
Das ist einfach auf lange Sicht der zuverlässigste Weg, um fit und stark zu sein. Das heißt nicht, dass es der beste Weg ist, weil es kommt ja immer ganz darauf an, was sind deine konkreten Ziele. Wenn du jetzt zum Beispiel eben, weiß ich nicht, du möchtest jetzt Powerlifting-Wettkämpfe gewinnen oder du möchtest Wettkampf-Bodybuilding machen oder, dann ist es vielleicht nicht die beste Lösung, weil dann brauchst du vielleicht unglaublich viel Geräte und unglaublich viel Equipment, die du zu Hause halt kaum, das hast du vielleicht gar nicht den Platz zu oder so. Das mag alles sein, aber für denjenigen, der einfach nur fit und gesund sein will und sich Jahr für Jahr ein bisschen steigern will, ist dieses minimalistische Krafttraining zu Hause wirklich ideal, weil du dir diesen ganzen, die ganze Ablenkung, den ganzen inneren Widerstand, das sparst du dir dadurch alles komplett. Und wie ich in dem Buch auch ausführlich erklärt habe, du brauchst viel weniger Equipment, viel weniger Geräte, als du vielleicht denkst. Ein paar hundert Euro reichen vollkommen aus. Und wenn du noch nicht besonders weit fortgeschritten bist, wenn du quasi noch am Anfang deiner Trainingskarriere stehst, dann brauchst du am Anfang gar kein Equipment. Dann kannst du einfach nur mit deinem eigenen Körpergewicht schon ganz große Fortschritte erzielen. Es kommt dann irgendwann der Punkt, wo du Zusatzgewichte brauchst, einfach schon, weil man sich selber ja quasi seinen eigenen Körper, den kann man zum Beispiel nicht aufheben und tragen. Aber Sachen aufzuheben, also schweren Scheiß vom Boden heben und den dann auch durch die Gegend tragen, das sind halt so fundamentale, ja, Bewegungen einfach und die gehören zum guten Krafttraining einfach dazu. Und dafür brauchst du natürlich irgendwelche Gewichte, Sandsäcke, Hanteln, Kettlebells und so weiter. Aber insgesamt brauchst du halt viel, viel, viel weniger Geräte und Equipment, als ganz viele Menschen glauben. Also wie gesagt, mit ein paar hundert Euro kannst du dich so gut ausstatten, dass du wirklich bis ans Ende deines Lebens effektiv zu Hause trainieren kannst, wenn du ein bisschen Platz hast. Ja, also hier so ein kleines Zimmer wie das hier, in dem ich hier gerade sitze, das reicht völlig aus. Und wenn du so ein Zimmer nicht hast, dann machst du doch auf dem Dachboden oder im Keller oder im Garten oder in der Garage. So. Okay, also, ne? Morgens ein paar Minuten Frühsport, um einmal in Wallung zu kommen. Dann der ganze sitzende Berufsalltag am Schreibtisch. Ja? Nach Möglichkeit in der Mittagspause mal einen Spaziergang machen. Dann abends ernsthaftes Krafttraining. Dieses Krafttraining, dieses minimalistische Krafttraining zu Hause, das dauert bei mir typischerweise so 20 bis 30 Minuten pro Trainingseinheit. Ich trainiere aber auch 6 Tage die Woche, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich bin halt ein Fan davon, wenn eine Trainingseinheit sehr knackig ist, also sehr intensiv ist und nicht sich ewig lange in die Länge zieht. Das ist aber Geschmackssache. Ich habe früher auch schon mal anders trainiert. Ich habe auch schon früher trainiert, zweimal die Woche, aber dafür dann jeweils 90 Minuten. Das geht auch. Das hat auch was mit persönlicher Präferenz einfach zu tun. Ich teile mir das aber gerne auf, weil ich so halt einfach jeden Tag dann auch nach der Arbeit diesen Break halt habe. Das ist dann sozusagen, nachdem ich den ganzen Tag am Schreibtisch und am PC war, kommt dann dieser körperliche Cut und damit ist der Arbeitstag dann auch abgefrühstückt. Das heißt, dieses Umschalten von mentalem, von geistigem Arbeiten auf körperliche Anstrengung, das ist sozusagen dann der Feierabendschalter, wenn du so willst. Ja? Das mag ich sehr gerne, aber das muss natürlich nicht so sein. Kann man auch anders machen. So. Aber entscheidend ist in jedem Fall, dass natürlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr irgendeine Progression da ist. Also, dass du irgendwie dich steigerst, dass dein Training irgendwie härter, intensiver, irgendwie anstrengender wird. Sonst machst du natürlich keine Fortschritte. Und das ist so banal, dass es von ganz vielen Menschen, glaube ich, völlig übersehen wird. Die verheddern sich dann immer in irgendwelchen komplizierten Trainingsplänen und verlieren sich halt komplett im Detail und sehen halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Dazu nehme ich mal meinen aktuellen momentanen Trainingsplan. Ich trainiere immer Oberkörper und Unterkörper abwechselnd, ne? Also jetzt zum Beispiel am Montag Oberkörper, am Dienstag Unterkörper und dann halt den nächsten Tag dann wieder Oberkörper und dann wieder Unterkörper, ne? Immer so weiter. So. Und ich mache momentan nur 4 Übungen, ja? Nackendrücken, also Press Behind the Neck, Klimmzüge, Liegestütz. Das sind die 3 Oberkörperübungen. Und eine Unterkörperübung, nämlich Secher-Squats. So, wenn ich jetzt mir aufschreibe, wie viel Wiederholungen ich in diesen Übungen mit einem bestimmten Gewicht ich pro Woche gemacht habe, zum Beispiel 50 Press Behind the Neck Wiederholungen mit, sagen wir mal, 60 Kilo. Und 100 Klimmzüge.
und 150 Liegestütz mit Griffen, dass man tiefer runterkommt. Und 25 Sächer-Squats mit 100 Kilo. So, das schreibe ich mir auf. So, einfach nur die Wiederholungen mit dem Gewicht in der jeweiligen Woche. Und dann steigere ich das von Woche zu Woche. Dann ist doch klar, dass ich stärker, fitter, leistungsstärker werde. Wenn aus, vorausgesetzt immer die Zeitfenster bleiben gleich, ne? Also wenn ich in genauso viel Zeit, also ich trainiere jede Woche gleich lange, investiere jede Woche gleich viel Zeit in mein Training, aber ich mache dann zum Beispiel, die Wochen gehen ins Land und auf einmal ist dann eben aus 60 Wiederholungen im Nackendrücken mit 60 Kilo sind dann 75 Wiederholungen geworden, weil ich jede Woche ein paar Wiederholungen mehr gemacht habe. Aus den 100 Klimmzügen sind 150 Klimmzüge geworden. Aus den 150 Liegestütz sind 300 geworden. Aus den 25 Sächer-Squats mit 100 Kilo sind 50 Sächer-Squats mit 100 Kilo geworden. Pro Woche, ne? Pro Woche gerechnet. Und so geht das von Woche zu Woche immer weiter. Während die investierte Zeit gleich bleibt. Also wir haben quasi feste Zeitfenster, ja, feste Anzahl an Trainingstagen, feste Gewichte, aber steigende Wiederholungen. Also eine Sache steigt und die anderen Sachen sind alle fix. So kann man sich das sehr einfach machen, weil dann gibt es nur einen Parameter, den man quasi tracken muss, den man sich in irgendeiner Excel-Tabelle oder so aufschreiben muss und den man halt im Auge behalten muss. Natürlich kann man die anderen Parameter verändern, aber dann ist es halt wieder schwieriger, sozusagen den Überblick zu bewahren und zu sehen, okay, mache ich jetzt Fortschritte oder nicht. Das ist kein in Stein gehauenes Mega-Rezept, sondern es ist einfach nur, ich will nur klar machen, wie simpel es am Ende einfach ist. Es ist völlig okay, Sachen zu verändern und zu spielen und zu experimentieren. Aber solange diese grundlegende Eigenschaft quasi in deinem Training nicht gegeben ist, dass du halt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat Fortschritte machst, dich in irgendeiner Form steigerst, zum Beispiel eben mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht oder mit den gleichen Wiederholungen mehr Gewicht, also dass es irgendwie mehr wird, dann machst du keine Fortschritte. So. Und es kann eben so ultra simpel sein. Du hast, sagen wir mal jetzt wie in meinem Fall, eben vier Übungen, die du gerade trainieren möchtest, an denen du arbeiten möchtest. Du investierst jetzt, also jetzt, ne, in meinem Fall, ich investiere 1,5 Stunden die Woche in die Sächer-Squats und ich investiere 1,5 Stunden die Woche in die drei Oberkörperübungen. Ne, weil 3 mal 30 Minuten halt, ne? Drei Oberkörpertrainingstage, drei Unterkörpertrainingstage, jeweils maximal 30 Minuten, auch mit einem Timer, ne? Also es ist jetzt nicht gefühlte Zeit, sondern ich mache mir einen Timer am Anfang an und höre dann halt nach 30 Minuten noch auf. Wenn ich ein bisschen früher fertig werde, ist okay, aber ich mache halt nicht länger, ne? So achte ich halt darauf, dass ich jede Woche gleich viel Zeit in mein Training investiere und tracke dann halt in der Excel-Tabelle, wie viele Wiederholungen ich dann in der jeweiligen Übung gemacht habe. Wenn ich das Gewicht irgendwann mal ändere oder die ganze Übung mal austausche, ist auch alles okay, dann schreibe ich das aber natürlich auch auf, sodass ich da eben den Überblick behalte. Aber so kann ich sehr leicht erkennen, ob ich halt eben Fortschritte mache, ob ich eben mich weiterentwickle. Und wenn ich zum Beispiel nur bei gleichem Gewicht und gleichem Zeiteinsatz drei Wiederholungen mehr mache als in der Woche davor, dann habe ich ja messbaren Fortschritt gemacht. Und das ist so wichtig, weil nur wenn du messbaren Fortschritt machst, also du machst Fortschritt und du misst es auch, also du siehst es auch, dann bleibst du auch am Ball, weil dann hast du die Motivation. Dann siehst du schwarz auf weiß, okay, guck mal, ich habe jetzt von der letzten Woche zu dieser Woche habe ich jetzt wirklich tatsächlich drei Wiederholungen mehr gemacht mit dem gleichen Gewicht im gleichen Zeitfenster. Ich fühle mich vielleicht nicht stärker, ich sehe vielleicht auch für meine eigene Wahrnehmung jetzt nicht anders aus, aber ich sehe es schwarz auf weiß, ich habe Fortschritt gemacht. Und wenn du das Woche für Woche wiederholst, das kumuliert sich im Laufe der Zeit und du machst dann halt im Laufe der Zeit sehr große Fortschritte. So, ne? Und weißt du, um das vielleicht einfach nochmal, also dieses Gefühl des Fortschritts und der tatsächliche Fortschritt, das sind halt oft echt zwei Paar Schuhe. Oftmals ist es das so, dass man sich so fühlt, so nach dem Motto, ja, was soll das hier alles? Das bringt doch alles gar nichts, ich entwickle mich überhaupt nicht weiter, ich hab einfach gar keinen Bock mehr, das bringt einfach alles gar nichts mehr. Ich kann auch gleich auf der Couch bleiben. So fühlt es sich manchmal vielleicht an, weil du deinen eigenen Fortschritt halt nicht siehst, weil es dir nicht bewusst ist. Aber wenn du dann eben jetzt zum Beispiel ganz
ganz gutes Beispiel dafür. Es gab Zeiten in meinem Leben, da konnte ich weder gerade stehen noch gehen. Da war mein Rücken so kaputt, da konnte ich praktisch körperlich gar nichts, ja. Und jetzt mache ich hier zu Hause einfach Sächer-Kniebeugen mit 100 Kilo und es ist überhaupt kein Problem. Da tut mir gar nichts weh. Mein Rücken ist halt komplett geheilt und ich bin halt, ja, stark und belastbar. Das ist ein ganz offensichtlicher Fortschritt. Das ist natürlich auch sehr gut im Hinterkopf zu behalten, ja. So, oder sehr gut, eben ein guter Vergleich. Aber wenn man solche Extreme nicht hat, dann ist es vielleicht manchmal auch viel schwerer zu sehen, dass du Fortschritte machst. Deswegen ist es so wichtig, dir das eben aufzuschreiben, ja. Und dich dann halt eben nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern eben diese großen Kernparameter quasi aufzuschreiben. Wie viel Gewicht, wie viele Wiederholungen, in welchem Zeitfenster, ja. Also das ist ja quasi der, wenn man das zusammennimmt, diese drei Parameter, dann hast du ja quasi die Belastungsdichte. Ne? Also Gewicht mal Wiederholungen geteilt durch Zeit, diese drei Parameter, das ist ja dann quasi das Ergebnis davon, ist die Dichte, die Belastungsdichte. Ne? Und wenn du dich darin steigerst, wenn deine Belastungsdichte steigt, dann machst du definitiv Fortschritt. Ja? Nochmal, also Gewicht mal Wiederholungen durch Zeit. Ne? Ich mache zum Beispiel bei den drei Oberkörperübungen, ne, also dem Nackendrücken, dem Klimmziehen und dem Liegestütz, ich arbeite immer mit Zeitfenstern an 9 Minuten. Also 3 mal 9 Minuten sind das dann halt. Ne? 9 Minuten lang Nackendrücken, bisschen Pause, 9 Minuten lang Klimmziehen, bisschen Pause, 9 Minuten lang Liegestütz. Und dann schreibe ich halt immer auf, wie viele Gesamtwiederholungen ich dann halt in diesen 9 Minuten gemacht habe. Ne? Dann habe ich zum Beispiel 20 Wiederholungen im Nackendrücken mit 60 Kilo geschafft und das schreibe ich halt dann entsprechend so auf. Ob ich diese 20 Wiederholungen in 9 Minuten dann in zum Beispiel 4 mal 5 Wiederholungen gemacht habe oder zwei Wiederholungen, immer so weiter bis 20 voll waren, das ist Kleinkram. Kannst du aufschreiben, ist aber nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass die Gesamtwiederholungen quasi, ne, von Woche zu Woche steigen im gleichen Zeitfenster, im gleichen Zeitrahmen. Also die Dichte, dass die Belastungsdichte von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr steigt. Okay, so viel dazu. Aber jetzt ist natürlich die große Frage noch, was ist denn, wenn du stagnierst, wenn du keinen Bock mehr auf eine bestimmte Übung hast, wenn du ausbrennst, wenn du, also wenn du in der einen Übung nicht mehr weiterkommst, was definitiv passieren wird. Dann musst du die Übung wechseln, ganz klar, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel bei mir irgendwann jetzt der Punkt kommt, vielleicht nächste Woche schon, vielleicht erst in 2 Monaten, wer weiß, wo ich in einer der genannten Übungen jetzt keinen Fortschritt mehr mache. Also wo ich in irgendeiner dieser 4 Übungen, die ich gerade genannt habe, stagniere. Dann werde ich die Übung wechseln, klar. Dann werde ich mit dem gleichen System, der gleichen Methodik weiter trainieren, bis mir die Methodik zum Hals raushängt und ich dann den Trainingsplan ändere. Aber die Prinzipien, also dieses Prinzip, dass die Belastungsdichte im Laufe der Zeit steigen muss und dass Übungen getauscht werden müssen, in denen man stagniert, bleibt immer gleich. Diese beiden Prinzipien sind universell und immer gültig. Die Belastungsdichte muss steigen und die Übungen müssen gewechselt werden, wenn du stagnierst. Nun ist es aber entscheidend zu verstehen, dass mit stagnieren ist halt nicht gemeint, du hast einfach keinen Bock. Das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint, du trainierst richtig hart und gibst dir richtig Mühe, du strengst dich ernsthaft an, du betrügst dich also nicht selber, sondern du versuchst es wirklich. Du versuchst wirklich, die Leistung von der letzten Woche zu schlagen und meinetwegen nur eine Wiederholung mehr zu machen im gleichen Zeitfenster, mit dem gleichen Gewicht. Also du versuchst dich nur um eine Wiederholung zu steigern, meinetwegen, aber du schaffst es nicht. Das ist Stagnation. Ja? Und wenn das eben eintritt und du weißt, es ist jetzt nicht, weil du gerade jetzt irgendwie eine Erkältung hast oder weil du nichts gegessen hast oder dich irgendwie anders selbst sabotiert hast mit irgendwas, sondern weil dein Körper wirklich, weil die adaptive Kraft deines Körpers erschöpft ist und da einfach in dieser Übung jetzt Schluss ist, dann musst du die Übung wechseln. Und dann fängst du mit einer anderen Übung an, also schmeißt die stagnierende Übung raus aus deinem Trainingsplan, nimmst eine neue Übung rein, die quasi in der gleichen Kategorie ist, also die gleichen Muskelgruppen trainiert und bearbeitest dann diese Übung so lange, bis du bei der auch stagnierst. Wenn ich jetzt also zum Beispiel, sagen wir mal, in 2 Wochen im Nackendrücken stagniere, dann tausche ich die vielleicht gegen den Seesaw Press oder gegen, weiß ich nicht, Upright Rows, also gegen irgendeine andere Schulterübung halt, auf die ich dann Bock habe. Und dann trainiere ich die so lange, bis ich auch in der stagniere und dann kommt wieder die nächste. Und irgendwann kommt natürlich dann wieder der Press Behind the Neck, den ich aktuell trainiere. Das rotiert dann halt. Die kommen dann alle paar Monate irgendwann wieder, die Übungen. Ja? Und dann versuchst du halt, dich so lange in der Übung zu steigern, bis du stagnierst.
Dann machst du das gleiche mit einer anderen Übung, die gleichen Muskelgruppen trainiert. Und so steigerst du dich halt quasi die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit immer Steigerung. Und wenn die Übung dann wiederkommt, also wenn dann zum Beispiel nach einem Dreivierteljahr oder was, dann irgendeine Übung zurückkommt quasi und du machst die jetzt dann nach längerer Pause wieder, dann wirst du dich zu einem höheren Punkt steigern können, bevor du wieder stagnierst. Ja? Dabei fängst du natürlich immer relativ locker an. Du fängst also natürlich dann nicht sofort wieder da an, wo du damals aufgehört hast. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel bei 75 Wiederholungen pro Woche mit 60 Kilo stagnierst und ein paar Monate andere Übungen trainierst, dann fängst du vielleicht mit der Hälfte davon wieder an, aber arbeitest dich halt dann zu einem höheren Wert hoch, bevor du wieder stagnierst. Ja? Also so Wellen quasi. Ne? Das geht nicht linear, sondern es geht auf lange Sicht, ne? Wie so ein Aktienkurs quasi. Ne? Genau. Das sind aber im Grunde alle Prinzipien, die hier am Werk sind. Mehr ist das nicht. Ja? Also, es ist der Frühsport, um einfach in Wallung zu kommen und den Körper zu aktivieren, um einen energetischen Start in den Tag zu haben, um einfach ja, in die Gänge zu kommen und natürlich deinem ganzen Stoffwechsel was Gutes zu tun, insbesondere auch wenn du das mit Intervallfasten kombinierst, weil dann hast du deinen Stoffwechsel angekurbelt, bist in Fahrt quasi, aber isst halt noch mehrere Stunden lang nichts. Das ist natürlich für Fettstoffwechsel und so weiter sehr gut. Ne? Kostet dich eben, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten, sag ich mal, meinetwegen 15 Minuten, wenn du ein bisschen mehr machen willst, aber am Tag. Also Frühsport, zum Beispiel hier mit Macebells oder Kettlebells oder dem Ballerbeutel, kann ich dir nur empfehlen. Das ist super, super gut. Das fühlt sich gut an, das macht dich fitter, das reduziert dein Körperfettanteil, das ist einfach nur gut. Und dann halt das minimalistische Krafttraining zu Hause. Ob du das jetzt mit den Übungen machst, die ich gerade beschrieben habe, oder mit völlig anderen Übungen, das ist total austauschbar. Die Übungen müssen für dich funktionieren, die Übungen müssen dir Spaß machen, aber du musst dann, wenn du dich für eine Übung entschieden hast, die Übungen so lange trainieren, bis du in der ernsthaft stagnierst in der Übung und dann eine andere Übung für die gleiche Muskelgruppe nehmen. Sonst kommst du ja immer wieder raus, sonst verlierst du ja quasi immer wieder deine Gains. Ne? Und du musst halt von Woche zu Woche deine Leistung tracken. Einfach zum Beispiel in der Excel-Tabelle, dass du das dann gut sehen kannst. Ah, guck mal, in der Woche waren es 20 Wiederholungen, dann waren es 25, dann waren es 30, blablabla, ne? Und dann immer 30, 30, 30, scheiße, ich steigere mich nicht mehr, jetzt muss eine andere Übung kommen. Ne? So. Und natürlich musst du alle Muskelgruppen trainieren. Mit den 4 Übungen, die ich jetzt gerade genannt habe, die ich jetzt aktuell gerade trainiere, Nackendrücken, Klimmziehen, Liegestütz und Sächer-Squats, plus beim Frühsport Maceball, ja? Damit trainiere ich alle Muskelgruppen. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Sächer-Squats nicht machen würde, dann würden mir viele Muskelgruppen komplett fehlen. Die würden dann gar nichts abbekommen. Also du brauchst nicht super viele Übungen, aber du brauchst eine Handvoll Übungen und die müssen so kombiniert sein, dass alle Muskelgruppen halt eben ja, gut stimuliert werden. Sächer-Squats sind halt einfach eine großartige Übung, aber vielleicht kommst du mit der überhaupt gar nicht klar und kommst mit anderen Übungen viel besser klar. Ich zum Beispiel bin jemand, ich komme mit klassischem Kniebeugen, also mit Backsquats, mit ganz normalen Langhantelkniebeugen, komme ich ganz, ganz, ganz schlecht klar. Ja? Ich habe zwar schon 200 Kilo gebeugt, aber ich habe immer Probleme mit der Übung. Die ist für mich nie, die groovt für mich nicht. Ja? Während Sächer-Squats, die grooven für mich total. Die machen mir richtig Spaß. Genauso auch zum Beispiel Ausfallschritte oder Frontkniebeugen oder so. Aber das ist individuell. Andere Leute hassen Frontkniebeugen oder hassen Sächer-Squats. Das ist so, ne? Also du musst alle Muskelgruppen trainieren mit Übungen, die für dich funktionieren, die dir Spaß machen. Und wenn du dann stagnierst, musst du die Übung wechseln. Und du musst halt immer deinen Fortschritt tracken, deine Belastung eben aufschreiben und die kontinuierlich steigern. Und zwar in einem fixen Zeitfenster, in einem konstanten Zeitfenster. Du kannst es nicht vergleichen, wenn du jetzt zum Beispiel du trainierst jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate lang, so wie ich es gerade beschrieben habe, eine halbe Stunde maximal pro Tag. Deine Krafttrainingseinheiten sind quasi auf 30 Minuten begrenzt. Und dann irgendwann kommst du aber, ändern sich deine Lebensumstände und du trainierst jetzt jeden Tag eine Stunde. Das kannst du dann nicht mehr vergleichen. Dann hast du einen großen Parameter geändert und dann ist die Leistung eigentlich gar nicht mehr vergleichbar. Du kannst das tun, aber dann musst du das bei deinen Vergleichen eben berücksichtigen, ja? So, deswegen, ne, Belastungsdichte, wenn wir das so nennen wollen, ist eben Gesamtwiederholungen mal Gewicht geteilt durch Zeit. Und das muss ich von Woche zu Woche eben steigern. Wenn du also das Zeitfenster konstant lässt, was ich dir empfehlen würde, dann müssen sich entweder die Wiederholungen und oder das Gewicht steigern. Ja, ganz klar.
Das ist alles. Es gibt da keine Geheimnisse. Du musst das bloß tun. Und nicht immer wieder aufhören und dein Training immer wieder unterbrchen, und keine Ahnung, den Kopf in den Sand stecken, wenn du halt gerade einfach keinen Bock mehr hast. Wenn du keinen Bock hast, dann musst du was ändern, sodass du wieder Bock hast, zum Beispiel eben die Übung tauschen. Oder meinetwegen auch den ganzen Trainingsplan über den Haufen werfen. Manchmal muss das auch sein. Natürlich machst du dir das Leben immer damit ein bisschen schwer, weil du dann wieder so eine neue Findungsphase hast und wieder komplett reinkommen musst. Grundsätzlich ist es viel besser, du tauschst halt wirklich dann immer nur die eine Übung, bei der du keinen Fortschritt mehr machst. Aber manchmal muss man auch alles über den Haufen werfen. Das ist auch okay. Aber ne, entscheidend ist natürlich, du musst immer weiter trainieren und in dem Maße verändern, in dem Maße was umstellen, in dem es halt notwendig ist. Aber nicht ständig völlig chaotisch einfach aus Jux und Dollerei alles über den Haufen werfen und nur immer irgendwas Neues ausprobieren. Dann ist keine Kontinuität drin und dann machst du auch keine Fortschritte. Train same but different. Ne? Das ist so ein goldener Grundsatz. Du musst schon immer irgendwie in der gleichen Richtung trainieren, ne? Den gleichen Sport machen quasi, ne? Sonst kannst du keine Fortschritte machen. Ist ja klar, ein Golfspieler, der wechselt nicht auf einmal zum Marathonlaufen. Da ist kein Übertrag da, ne? Aber ein Kraftsportler, der kann durchaus von Sächerkniebeugen zu Frontkniebeugen wechseln. Das ist noch ähnlich genug, um Fortschritte zu machen weiterhin, ne? Verstehst, was ich meine, ne? Train same but different. Und du musst halt eben, wie gesagt, die Belastungsdichte halt tracken. Und dich nicht an irgendwelchen Details komplett kirre machen. Führe ich die Übung jetzt genau so oder genau so aus? Also muss ich jetzt, gucke ich dabei jetzt geradeaus oder gucke ich ein bisschen nach unten? Oder diese ganzen Details. Hör auf deinen Körper. Wenn dein Körper dir sagt, guck am besten dahin bei den Kniebeugen und nicht da oben hin oder ganz da unten hin, dann mach es so. Wenn dein Körper dir was anderes sagt, dann mach auch das. Hör auf deinen Körper. Hab den Mut, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen und auf deinen eigenen Körper zu hören. Das ist ganz wichtig, ja? Weil das kann dir keiner abnehmen. Es kann dir keiner sagen, ne, was für dich genau richtig ist. Es gibt allgemeingültige Prinzipien, die für jeden gelten, aber es gibt ganz viele Details, die völlig individuell sind. Ja? Zum Beispiel eben, wo du halt am besten hinguckst bei Kniebeugen oder bei Kreuzhebevarianten und so weiter. Solche Details halt, ne? So. Damit ist jetzt im Grunde eigentlich echt alles gesagt. Ne? Trotzdem, wenn Rückfragen sind, dann hier in den Kommentaren oder bei Telegram oder per E-Mail oder per Brieftaube oder wie auch immer, immer wieder gerne fragen. Es ist für mich so ein Thema, was natürlich für mich schon sehr, sehr, sehr quasi verbraucht ist. Ne? Deswegen kommt von mir da auch relativ wenig Content, sozusagen initiativ von mir, weil ich halt die beiden Bücher darüber geschrieben habe, ne? Kraft und Ausdauer und minimalistisches Krafttraining zu Hause. Und deswegen ist das für mich alles halt komplett klar und ich muss es einfach nur machen. Und wenn etwas für mich komplett klar ist, dann habe ich nicht so den Antrieb, da so allzu viel Content, so jetzt hier Videos und sowas zu machen. Das macht aber nichts. Wenn da eben noch irgendwelche konkreten Fragen sind, dann stellt die gerne, weil ich versuche, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber das, was ich jetzt hier in den letzten Minuten erklärt habe, das ist im Grunde alles, was man wissen muss, was man verstanden haben muss und dann muss man es aber auch tun. Ja? Das ist natürlich ganz entscheidend. Du kannst dir das Video 10-mal angucken und du kannst auch noch die Bücher dazu lesen und du kannst auch noch ganz viele andere Videos von anderen Leuten gucken und ganz viele andere Bücher von anderen Leuten lesen. Du kannst ganz, ganz, ganz viel Content und ganz, ganz viel Wissen quasi anhäufen dazu. Solange du das nicht umsetzt, passiert überhaupt nichts. Ja? Die meisten Menschen haben halt kein Wissensproblem, sondern die haben ein Umsetzungsproblem. Ja? So, und nochmal, ne, hier in dem Modell 30 Minuten am Tag ernsthaft trainieren, das geht auch, wenn du Vollzeit im Büro arbeitest. Nochmal, ich arbeite 40 Stunden in der Bank, bin dann nebenbei noch selbstständig mit meinen eigenen Immobilien und schreibe meine Bücher. Jetzt kommt übrigens in ein paar Tagen wahrscheinlich oder spätestens in einer Woche, denke ich mal, auf jeden Fall noch diesen Monat, das nächste raus. Das ist schon das zweite dieses Jahr. So. Also, ich mache echt viel. So, ich bin echt produktiv und ich habe auch noch ein Sozialleben und so weiter. Also, es geht wirklich viel, wenn man den Arsch hochkriegt und nicht einfach die ganze Zeit nur in der Nase bohrt und ne, die Zeit totschlägt. Und auf dieser Ebene hier von Körper und Geist, auf dieser manifesten Ebene, ist natürlich Zeit die ultimative Ressource, die wertvollste Ressource, die du hast. Also nutzt die und verplemper die halt nicht, zum Beispiel mit immer mehr Fitness-Content. Hör doch auf, Fitness-Content zu konsumieren, sondern mach doch Fitness, trainier doch, mach doch Sport, mach das doch, anstatt nur darüber zu lesen oder zu hören.